guten Morgen, liebe Sonnenschein. Wir sind auf dem Weg nach Slowenien. Wir sind bald in Slowenien, wir haben Österreich gepasst. Wir sind ein bisschen müde gewesen, aber jetzt geht's schon mit der Müdigkeit. Ich glaube, noch ein paar Stunden Schlaf wären gut gewesen. Ja, wir haben, glaube ich, wie lange? 2-3 Stunden geschlafen, oder? Wir haben 3 Stunden geschlafen. Hat für mich, glaube ich, also finde ich, gereicht. Ja. Wäre ja weniger. So, shit. Auf jeden Fall, das ist schon die neue Kamera. Vielleicht merkst du es an der Qualität, vielleicht auch nicht. Die Kamera ist halt ein bisschen kleiner als unsere Hauptkamera. Die haben wir halt vorgehabt, dass wir die in Restaurants mitnehmen und sowas, dass wir euch auch da mitnehmen können. Hallo, ich bin Vignette, für den Meister. Ein Monat. So, bei PKW. Ja. In welcher Sprache war das jetzt gerade? Mein Slowenisch, Mann, ich verstehe das auch nicht, Digga. Kilometerlanger Stau, wir müssen jetzt hier 100 Jahre warten. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, aber was sagst du, Digga, was glaubst du? Ja, es geht eh voran, ein bisschen so. Immer aber glaubst du, das ist die Grenze oder? Ich glaube, das ist einfach so, oder? Ich glaube einfach so. Ist das Grenze? Schau. Ja. Kann sein. Digga, Mann. Oh, das kann sein. Das ist die Schauen. Was, Bruder? Digga, Mann, freust du dich? Freust du dich, Danny? Deine Ankel stinkt. Bis hier. Meine Achsel stinkt, oder wie? Bis hier. Eine Ellen lang. Wir sind jetzt schon bei der Grenze, wir sehen schon die Grenze. Windgeschwindigkeit ist 3,3. Und Hallo. Jetzt trzeba te ovaj Covid. Ne trzeba te, ili? So Leute, wir sind jetzt nach 1,5 Stunden endlich in Kroatien angelangt. Genau. Hinter der Grenze, hinter allem. Natürlich mussten wir keinen Corona-Test vorzeigen, das ist ja sehr klar gewesen. Wir sind jetzt in Bosnien. Jetzt gehen wir zu Benjamin nach Hause, um die ganzen Taschen abzulegen und dann fahren wir in die Stadt. Komm, bist du bereit, mir dein Haus zu zeigen? Ja, schon. Gerade hat er gesagt, dass er nicht bereit ist. Doch. Weil das zu schnell gekommen ja, ist. Ja, schon, es ist schon einfach zu schnell gekommen. Ich fühle mich gar nicht so, dass es so wirklich real ist. Weil wir sind jetzt nicht alt, ich habe jetzt nicht lange meinen Führerschein und trotzdem haben wir das einfach gemacht. Dass die Eltern mehr oder weniger damit einverstanden waren, war auch sehr verwunderlich, aber ja, was soll man machen? Wenn wir wollen, dann machen wir Hadri. Geh mal rein, ha. Passt. Komm. Geh mal rein, das ist Couch. Die Couch, das Wohnzimmer, das ist das Esstisch. Tada. Und ja, kannst du ein bisschen zeigen, so, weil du drinnen weißt. Küche. Aber offen. Na okay. Ich zeig's auch immer die Größe. Das ist das Schierste, zeigst du. What the fuck, Mann? Das schaut voll gruselig aus. Was? Leute, wir sind jetzt im Restaurant. Ich habe mir eine Cola bestellt. Haben wir schon gesagt, dass wir im Sans gemost sind? Ja, wir sind schon im Sans gemost. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber wir haben es geschafft. Super. Hier, der ja. Wala. Du musst auch Wala sagen, Digga. Wala. Das ist Derias Derias Eis. Wenn da Dings drin ist, dann stecke ich dir das in was? Kirsche? Nein, wenn da Kiwi drin ist. Schaut eh gut aus. Ich warte noch auf meine Pizza ein bisschen. Banane. Ist einfach mit die Fressen. Show your mouth. Show your mouth, you fucking little rat. No. Ja Leute, ich habe eine Pizza gekauft. Aber ich habe sie schon gegessen. Ja, das Teil ist geschmolzen, sie mag es nicht. Aber Dings drin. Jetzt juckt alles. Was ist das? Kiwi. Ha? Kiwi. Kiwi? Jetzt juckt alles. Aber bist du allergisch mit Kiwi? Normalerweise nicht. Aber ich bin seelisch allergisch. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Streuer gesehen. Bei meinem Leben. Du hast noch nie einen Streuner gesehen. Ich habe noch nie einen Streuner gesehen. Weil ja, ich habe nicht so viele gesehen. Ich bin noch nie in meine Heimat gefahren, weil ich keine Heimat habe. Ich bin heimatlos. Ich bin nicht landlos, aber ich bin heimatlos. Ich habe zu viele Nationalitäten in mir, dass ich einfach keine habe. Das muss man mal schaffen.
Hey Leute, der Tag 2 ist vom Urlaub, wir sind immer noch in Bosnien. Der Rio tut gerade Zähne putzen, wir müssen hier ein bisschen aufräumen, hier schaut es ein bisschen chaotisch aus. Seria, was sagst du zu dieser Kanone? Einfach größer als dein Kopf, diese. Wenn ich das in mein Ohr bekomme, dann habe ich keinen Kopf mehr. Bei dir geht's noch, schau. Schaut's. Wenn er daneben steht, wenn er es von der Seite bekommt, dann hat er noch sein Gehirn drin. Ich habe vom Wish diese Regenjacke geholt, von bosnischer Wish. Jetzt könnt ihr gern abstimmen, welche Marke schlechter ist. Welche Dings. Er sagt, meine ist so schlecht, Mann. Aber das ist real. Das ist echt, Mann. Er glaubt's mir nicht. Er sagt, das ist besser. Das, ai. Und drunter hast du nochmal Lacoste. Ja, aber das ist original. Zeig dein Original, wie gut dein Original ist. So, das ist original. Aber ich brauche eine Regenjacke. Das ist the real shit. Das ist the real shit und das ist nicht the real shit, oder was? Das ist auch relativ gut gemacht. Aber das ist nicht so gut. Da gibt es nur 13 und hier sind. 3 Zähne und ich habe auch 3 Zähne. Ich habe 3 Zähne. Du hast nicht mehr leid, Zahn. Aber der ist weiß. Hast du nicht gesehen? Schau, das sind 10 Zähne. Nein, das ist nicht vom Wish. Schau, das ist echte. Das ist von Swish. Das ist echte, Mann. Wir sind hier in der Nähe von einem. Wir sind in Jajce. Jajce, genau. Ein Wasserfall gibt's hier. Wir beide waren noch nie da. Er hat vorhin gesagt, er war da. Wir waren halt nur am Leben gewesen. Es hat halt voll viel geregnet. Ja, genau. Aber jetzt regnet es nicht. Das heißt, wir können. Ah, Daria, nimm mal die Drohne mit. Ja, du pisst dich ein, Mann. Oh fuck, ich muss pissen. Daria. Ja, wuff. So Leute, wir haben unsere Drohne geholt. Ist halt ein bisschen scheiß Wetter. Hat Vor- und Nachteile. Nummer 1, scheiß Wetter, also nicht so geil. Stimmung, wie ist das? Depressiv, Winter Depressions, oder? Was redest du eigentlich? Und ja, okay. Es ist da sowieso nass, Mann. Ja, genau. Es ist immer da nass, das stimmt. Aber der Vorteil von diesem Wetter ist halt, dass nicht so viele Leute hier sind. Das heißt, können wir chillig alles machen. Ja, ja. Ich muss eine Reaktion filmen. Komm. Ja. Wie ist es? Was siehst du da? Wir sehen schon einen Teil. Wie ist der Urlaub bis jetzt, ha? Gut. Boah! Okay, jetzt spürst du aber, du willst oben spüren, was los ist. Hätte man ja die Schwimmmasken mitnehmen sollen, ha? Ja, wie ist es? Oh shit, wie ist es? Ah, Daddy! Shit! Schau, Daddy, komm hierher! Daddy! Wie ist es so? Cool! Daddy, wie ist es hier? Es ist so stark! Boah! Es ist so stark, Mann! Ja! Das ist voll wild, Digga! Wir sind jetzt weg vom Wasserfall. Er ist hier unten, da wo man nichts mehr sieht. Hier genau. Und ja, wir sind jetzt bei einer Brücke. Voll schön gemacht. Egal wo man ist, Shisha-Bass. Willst du gehen? Was? Shisha. Scheiß aus. Ja. Boah, wir sind so ausatmen, wir sind jetzt ein paar Treppen gegangen. Drei Treppen und schon ausatmen. Alles kennt uns nicht. Genau. Und schön, fressen den Leute. Hier gibt es einfach Leute mit Häusern. Voll schlimm. Machen irgendwie die Kulisse kaputt. Gehen wir rauf oder nicht? Gehen wir schon, wenn man schon so weit gekommen ist. Der hasst es zu gehen. What a Krise. I'm here staying. What the fuck? Du hast wie so jemand so einen LKW einfach geschubt. Dann war schon zu fliegen. Und auf einmal kommen alle wieder zurück. Okay. Hilfe. Der mag es gar nicht so gehen. Man sieht es auf ihr Gesicht. Schau sie an. Behinderter. Oh mein Gott, so eine schöne Aussicht hier. Schmeiß gleich die Drohne einfach so. Gib mir. Wenn ich dich dann will. Dann ist sie auf einmal dort hier oben beim Strom aus. Dann hat ganz Jajce keinen Strom mehr. Boah, Digga, wie viele Treppen gibt's noch?
Dinger. So viel Döll-Aussicht. Nimm das kurz, mich kratzt der Kopf. Ah, über uns, vielleicht haben sie recht, die über uns reden. Geh mal hier mal. Ich weiß, du willst nach unten. Nimm mal nach oben. Hallo? Oh. Digga, du Bastard. Hallo, was hat man noch zu, Eli? Aha, okay. Okay, nicht da noch. Hi, tschüss. Ja. Sind wir den ganzen Weg. Das Weg umsonst gegangen, weil es zu hat. Also ist jetzt eigentlich theoretisch noch offen, aber Glück gehabt, wie mein Vater sagt. Wir sind jetzt in einem Restaurant. Das ist mir ein bisschen, weil er kann nicht mehr warten. Aber ja, wir müssen auch voll lang fahren, das kann ich verstehen, dass er Hunger hat. Ja, wir müssen eine Stunde circa fahren. Ich habe mir Fisch bestellt, der hat sich Palatschin. Ja, das sowieso, wir sind sowas von nass. Der hat sich Palatschinken gekauft, ich habe mir Fisch gekauft. Und ja, hätte sie keine Palatschinken gesehen, würde sie wahrscheinlich nicht in diesen Laden reingehen. Ich bin einfach weitergegangen. Mit meinem Essen ist schon angekommen. Also. Hallo. Leute, das ist mein Essen. Übersehen. Was? Wir können so dumm sein und eine Kiwi übersehen. War da eine Kiwi drin? Ja. Echt? Wir sind einfach jetzt in der Stadt. Zehner, wenn du da durchgehst. Okay. Nein! Nein, das war nur Spaß! Nein! Benjamin, du bist behindert. Nein, ich willst du durchlaufen? Nein, ich werde einen Weg nicht bekommen. Was willst du? Er hat es wirklich gemacht. Aber ich habe keinen Zehner. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Oh mein Gott. The darkness sleeps tonight. Are we more? The lion sleeps tonight. Was machst du? Ja. Nein. Aha. Warte, chill hier. Machen wir eh wieder. Was willst du machen? Darf ich das fragen? Ich hab irgendwas in deine Flöte reingetan. Nein, Mann, die hören auf, Digga. Was machst du? Ich glaube, das ist. Ich kann nicht mal ran, so Mann. Du bist so behindert, Mann. Aber ich glaube, ich darf die Kinder nicht filmen, sonst werde ich angezeigt. Das macht man nicht. Haben sie aufgehört? Ich frage mich wirklich nur, wieso sie aufgehört haben. Ein Drogerierter. Ein Drogerierter. Auf jeden Fall Jamia. Club. Einfach gegenüber von. Ich weiß nicht, wie ich das filmen soll, aber es ist einfach ein Club. Digga, scheiße, Simon. Ich werfe die gerne raus. Einfach gegenüber von Jamia. Richtig ehrenhaft. Guten Morgen, liebe Leute. Heute hat mein Geburtstag. Ich bin 19 Jahre alt geworden. Schon so alt. Und jetzt tanzt er so. Was hast du an? Lacoste, original irgendwie, hab ich gefärbt. Dann irgendwie so eine gefälschte Hose, so eine ganz dünne, das mag ich. Bei diesen gefälschten, also bei diesen billigen Hosen aus China, den voll dünn. Nike Air Force, dann hier ein Rucksack, habe ich alles dabei. Und ja, der, was hast du da an? Ich hab Patschen. Ich hab das so Sandalen gemacht, weil die Leute, also ich muss jetzt, also gleich gegenüber ist das Haus von seinen Großeltern und dann müsste ich die Schuhe an- und ausziehen und da habe ich keinen Bock drauf. Dann habe ich sie so gemacht. Das sind Balenciaga-Schuhe von Lidl. Aber echte. Eine Hose, die ist kaputt. Baba. Und Hilfiger. Ein Ring von Gucci. Und ein Haargummi von Chanel. Oh, es ist so heiß, Mann. Leute, ich schwitze von oben bis unten. Wir sind jetzt hier bei einem Restaurant. Und das ist der Ursprung von Sana. So, eigentlich voll reines Wasser hier. Schon. Früher war so eine Mühle, so eine alte Mühle, weißt du? Mhm. Da, wo jetzt diese zwei Sitzplätze sind. Mhm. Aber die ist jetzt weg.
Als ich doch da war, war die Mühle noch da, vor 3-4 Jahren. Mhm. Aber jetzt ist alles anders. Hier war nichts von Gras her. Da war viel mehr Wasser, nur dieses Wasser so. Und es war so schön. Aber ich wusste nicht, dass so viel Dings ist jetzt. Aber ist ja auch nicht so schlimm, oder? Mhm. Schau, da siehst du auch Fische und so. Leute, wir haben jetzt Fisch bekommen, Pommes, Pepsi, irgendein 7-Up, was wie Sprite ist. Wir haben das ausgeschüttet, wir wissen nicht, wie das Mikrofon jetzt ist oder nicht. Ne? Hallo, 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 hallo. So, der Herr. Jetzt muss ich mir Happy Birthday singen. Aber was machen wir? Wir haben keine Torte, egal, oder? Scheiß drauf. Komm, ich warte. Deine Kerze, du bist ein Jahr alt. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Das ist immer wichtig, Leute. Happy birthday to you. Und jetzt auspusten. Aufessen. Aufessen. Seht ihr diese Hornisse? Die klaut jetzt einfach was von meinem Fisch. Ich habe noch nie so ein Insekt gesehen, das Fisch isst, Mann. Ich habe das fette Teil genommen. Ich fliege mit dem fette Teil. Ja, ich glaube auch. Nee, hab ich nicht. Das ist einfach geübt. Akrobaten sind die Fische, sie auch. Die wir essen. Also irgendwelche andere Fische. Ja. Das sind so viele, das ist einfach alles schwarz verschockt. Ja. Ja, aber das sind diese. Keine Ahnung, was das ist. Man. Ich glaube, die sind einfach teurer. Ja, glaube ich auch. Weil die sind voll fett, Mann. Keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Schau die an, die sind so fett. So, Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Benjamins Onkel war spontan auch hier kurz. Was ist das? Alle anderen parken so, er so. Ist mir nicht mal aufgefallen. Oh, jetzt bin ich zivilisierte Straßenbahn. So, Leute, wir gehen jetzt die Drohne gleich steigen lassen. Dann werdet ihr die Jamia sehen von Sanski Most. Sie ist so schön. Vor allem in der Nacht hat sie so schön geleuchtet. Ist halt komplett was anderes, wenn einfach eine Moschee in der Stadt eines der größeren Gebäude ist, als wenn es eine Kirche ist. Und hier gibt es auch keinen Glockenschlag um 12 Uhr oder sowas. Da gibt es nur halt den Asan, also den Gebetsruf. Heißt es Gebetsruf? Mhm. Weil, wie gesagt, halt das auch irgendwie verpönt ist in Österreich, dass überhaupt erstens so große Moscheen irgendwo gebaut werden, weil das finanziert keiner. Und zweitens auch mit den Minaretten. Weil wenn, dann werden sie nicht benutzt in Österreich, soweit ich das so weiß. Ja, Leute, wir haben jetzt hier über Umwege noch unser Hotel für Mostar gebucht. Der ist hier am Überlegen. So, Leute. Wir sind das letzte Mal hier. Wir sind heute den letzten Tag hier, weil wir morgen weiterfahren und das ist dann der nächste Block. Das ist so schön, weil da einfach so die Minaretten leuchten. Genau, diese Lichter sieht man da. So, Leute, unsere Koffer sind gepackt. Wir fahren jetzt nach Mostar und schaltet die Glocke ein, um das nächste Video nicht zu verpassen. Und bis zum nächsten Video.